Ah, mal gucken, ob der. Ich glaube, der hat das gesehen, ne? Bam! Ey, ich dachte 1 gegen 1, Alter. Was ist das hier für ein 1 gegen 1, Mann? Richtig dreist hier von denen. Ja, Leute, herzlich willkommen zurück. Wir spielen heute mal wieder eine Runde Helden-Showdown. Und zwar mit denselben Mods, die ich auch immer in den Livestreams benutze. Aber es wird demnächst auf jeden Fall noch mal ein paar Videos geben, wo ich auch mit etwas größeren Mods spielen werde. Das ist ja irgendwie in der letzten Zeit ein bisschen... Ey, ich dachte 1 gegen 1, Alter. Was ist das hier für ein 1 gegen 1, Mann? Das ist ja in letzter Zeit ein bisschen untergegangen, leider. Ja, nette Teammates aber auf jeden Fall. Es ist... Gar keine Ausdauer mehr. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Komm schon, ich brauch... Jawohl. Och, ey, das ist aber auch... Das ist ja aber auch ein Vereins. Ja, toll, super. Jetzt kommt der Maul nicht mehr an, ne? Jetzt, wo der mir mein ganzes Leben hier abgezogen hat. Alter, ich wollte doch hier entspannt Heldenshowdown spielen. Ich hatte gar keinen Bock, hier jetzt so komplett reinschwitzen zu müssen. Aber na gut, mal gucken mal. Und zurück. Auffallen, auffallen, auffallen. Und auch vor allem die Ausdauer zurückbekommen. Uff, jetzt kann er auch, dass er überhaupt extra Leben bekommt, ist halt eben schon okay. Jawohl, aber es ist halt eben... Ich hab doch geblockt, ich hab geblockt und nicht zugeschlagen. So, guck mal, wenn er jetzt von Anfang an hier 1 gegen 1 macht. Kann er gerne haben, Mann. Setz doch deine Fähigkeit ein, Junge. Geht doch. Ja, komm ruhig an, komm ruhig an. Ach, ich liebe es, wenn die Fähigkeit nicht funktioniert, Alter. Das freut mich immer richtig. Ja, einer weggemacht. Der hat meinen Kollegen auch weggemacht. Kann der ankommen. Aber guck, da habe ich halt eben auch ein bisschen mehr Chancen dann, ne? Ja, mal gucken, ob der... Ich glaube, der hat das gesehen, ne? Bam! Jo, was war das denn, ey? Das war gar nicht geplant, Alter. Richtig ausgetrickst habe ich dir da mal sowas von. Alter, ich nehme mal Chewbacca. Und dann noch mal kurz zu den Mod-Videos zurückzukommen. Also ich habe da schon auf jeden Fall ein paar größere Mods rausgesucht. Für Videos, die halt eben dann immer was Großes austauschen, halt eben eine ganze Fraktion und so weiter. Hallo, ich kann keine Fähigkeit einsetzen. Was war das denn? Ich konnte die Fähigkeit nicht einsetzen. Ich habe die gerade die ganze Zeit gespammt. Der hat das nicht gemacht. Na, jedenfalls, ich hab schon ein paar größere Mods auf jeden Fall rausgesucht und auch schon ein paar Mods, die halt eben gut zusammenpassen. Ansonsten wird halt eben demnächst... Der macht auch gar nichts mehr. Alter, ich krieg mal wieder super Teammates hier mit. Fantastisch. Ansonsten werde ich halt eben auch demnächst auch noch die Controller-Challenge machen, da die steht ja schon was länger an. Ja, komm ruhig an, die Helios. Oder Boba Fett, ist mir eigentlich egal, wer ankommt. Dich mache ich aber easy weg, ey. Du hast gar keine Chance gegen mich. Und ansonsten halt eben andere Challenges, halt eben mit, ja, halt eben erreiche so und so viele. Lass mich doch mal in Ruhe, ey. Lass mich in Ruhe. So. Erreiche so und so viele Kills und so weiter. Spiel dann noch den Helden. Auf der Map und deren Fraktion, das mache ich eigentlich nicht mehr. Das ist mir ein bisschen zu aufwendig. Aber halt eben noch so, ja, wie soll ich sagen, globale Challenges, wie die Controller-Challenge oder die Sensitivitäts-Challenge, die will ich auch auf jeden Fall demnächst nochmal machen. Ich habe jetzt seit längerem mir schon eine neue Maus, mit der kann ich dann die Sensitivität noch höher stellen. Das ist auf jeden Fall geplant. Also wenn ihr irgendwie in die Richtung irgendwie eine nice Challenge, eine Challenge-Idee habt, könnt ihr gerne vorschlagen. Oder auch mit jeder Waffe einen Kill. Nur halt eben so diese Challenges, wo ich halt eben bestimmte Kills und Assists mit Fähigkeiten und Charakteren und Einheiten machen muss. Das ist ein bisschen schwierig, das halt eben zu machen, weil man eben nicht immer Kontrolle darüber hat, welche Map oder welche Seite man bekommt. Und an Apex Legends werde ich aber auf jeden Fall so Loadout-Challenges ruhig machen. Also wenn ihr da irgendwie eine nice Idee habt, da würde ich auf jeden Fall halt eben mit einer bestimmten Legende, die ihr vorschlägt, mit zwei bestimmten Waffen, die ihr vorschlägt, würde ich das auf jeden Fall machen. Puh, das war aber knapp. Ist ja jetzt schon die letzte Runde. Habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen. 2 zu 2, Alter. Richtig spannendes Match hier.
Aber die halten sich echt nicht dran, ne? Hallo, hallo. Was versteht ihr denn unter einem 1 gegen 1, Mann? Junge. Richtig dreist hier von denen. Also wenn jemand kein 1 gegen 1 machen möchte, sage ich ja noch, okay, von mir aus. Aber dann halt eben 1 gegen 1 zu callen und dann nicht zu machen, ist schon ein bisschen mies. So. Das nimmt ja auch Boba Fett auf der Map, selbst schuld. Dann können wir den zwar hier noch anschauen, was die hier veranstalten. Weil mein Kollege war ja bis jetzt nur so, na, jetzt nichts gegen den, aber der war ja bis jetzt immer, glaube ich, gestorben. Mal gucken, ob der den Rest hier machen wird. Oh, ich wollte gerade sogar sagen, sieht nicht gut aus für Kid Fisto, aber gerade hat er gut aufgeholt. Beide nur noch halbes Leben. Jetzt muss hier der Nihilus aufpassen, was er macht. Hätte ich mir den mal lieber geschnappt, ne? Gegen Boba war jetzt gerade ein bisschen langweilig. Jetzt hat aber Kid Fisto ordentlich kassiert. Ich bin hier gerade richtig für Nihilus, weil ich auch noch gegen den kämpfen möchte. Hier war gerade ein bisschen antiklimatisch hier gegen den Boba Fett. Komm schon, Nihilus, du hast das in der Tasche. Jawohl, geht doch. Komm, ich lasse dir sogar ein bisschen Zeit. Ich mach's spannend, du kannst dir deine Ausdauer zurückholen. Und dein Leben. Dann machen wir ein schönes, faires 1 gegen 1. Ich hab gar keine Ausdauer mehr. Oh, jetzt gehe ich hier aber... Hallo, jetzt fängt's wieder an, dass keine Fähigkeit hier funktioniert. Okay, ich muss doch ein bisschen vorsichtiger spielen. Und richtig aufpassen, wenn er seine Duellantenfähigkeit einsetzt. Da bin ich schon mal ausgewichen. Das ist schon gleich keine Ausdauer mehr. Und Fähigkeit. Und Fähigkeit. Also, ey, Fähigkeiten funktionieren heute ja überhaupt nicht, ne? Kein bisschen umgeworfen, selbst nicht von Machtfähigkeiten. Ich glaube halt eben, genau, wenn er die Kombi macht, bin ich tot. Das wollte ich gerade sagen. Auch hier anstrengend ein bisschen gegen den. So, einmal. Nicht zweimal. Oh, nee, nee, nee. Weich aus. Okay, ich muss mich mehr konzentrieren. Aber auch wenn wir verlieren, finde ich nicht schlimm. War auf jeden Fall ein nices Match bis hierhin. Ist halt eben, sobald ich schlage und der seine Fähigkeit zur Verfügung hat, macht der mich halt eben platt. Deswegen jetzt, solange der seine Duellantenfähigkeit anhat, mache ich nichts. Jawohl, der hat seine Blitze auch versucht einzusetzen. Jetzt sollte er beides auf Cooldown nur noch haben. Ey, da ist schon wieder Schaden gemacht, aber er hat nicht getroffen. Also er wurde halt eben nicht umgeworfen. Nihilus, also Count Dooku, hat ja auch eine hohe Lebensregeneration. Noch eine Minute nur noch. Alter, wir könnten das auch auf ein Unentschieden machen. Das hätte auch vielleicht was. Einmal nur schlagen und direkt wieder raus. Nein, bitte nicht. Ich wollte gerade sagen, das wäre richtig mies gewesen, wenn ich den umgeworfen hätte. Aber ich muss halt eben aufpassen. Da ist gerade kurz geleckt. Ich muss aufpassen, dass der halt eben seine Kombi da nicht einsetzen kann. Schumpf, ey, wieso? Das war... Okay, ich glaube, ich mache ein Unentschieden. Aber das war gerade schon wieder dumm. Schon wieder Schaden dadurch gemacht. Oh, du hast keine Ausdauer mehr. Wehe, du kannst deine Blitze machen. 13 Sekunden. Oh, der kriegt aber auch Angst. Aber der kann mich halt eben wirklich mit der Kombi easy töten. 6 Sekunden noch. Ich habe versucht, ihn zu parieren. Oh, Alter, hier, was für ein spannendes Match hier. Was? Hä? Hä? Was ist denn jetzt los? War doch unentschieden. Und hier ist ein ganz anderer, der überhaupt nicht dabei war gerade eben. Ach, Helden-Showdown und das Matchmaking. Geile Sache, ey. Ah, okay, aber fand ich nice. War eine richtig entspannte Runde. Ich hoffe, euch hat es hier immer auch Spaß gemacht. Von daher lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.